Um immersive Klangwelten in deine 360-Grad-Videos zu bringen, brauchst du nicht unbedingt einen 360-Grad-Recorder wie der hier, aber das Wissen um Ambisonics. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich zeige dir in diesem Video, wie du mit kostenlosen Tools Ambisonics in DaVinci Resolve bearbeitest, aufnimmst und vor allen Dingen auch emulierst, wenn du kein 360-Grad-Recorder hast. Aber Ambisonics ist nicht das einzige Format, was Raumsound versucht wiederzugeben. Dolby Atmos ist zum Beispiel der King of the Charts, wenn es um Kinoproduktionen geht. Aber Dolby Atmos ist an eine Lautsprecherkonfiguration gebunden und deswegen nicht so sehr geeignet, wenn es darum geht, das Ganze in VR zu bringen. Aber dafür hat sich eine andere Technologie durchgesetzt, nämlich Ambisonic. Der Grund, weshalb sich Ambisonic durchgesetzt hat, ist A, weil das Patent frei ist und B, weil das Dekodieren dieser Soundinformationen auch easy auf einem Headset funktioniert. Aber wie funktioniert Ambisonic eigentlich? Wenn du dir einen Mittelpunkt in einem Raum suchst und diesen Raum in gleich große Quadranten aufteilst und in jeden Quadranten ein Mikrofon hängst, dann bekommst du ein mehrkanaliges Audiofeld, was du dann mit dem Wissen, in welche Richtung jedes Mikrofon zeigt, dekodieren kannst in einen räumlichen Klang. Bei Ambisonic gibt es also zwei Stadien. Einmal das Ambisonic A-Format, was nur die Rohaufnahmen der einzelnen Kanäle sind. Und einmal das Ambisonic B-Format, was das rotierte Soundfeld in dem Sinne ist. Wenn du also ein Ambisonic-Mikrofon hast, was Ambisonics A aufnimmt, musst du das danach noch konvertieren in Ambisonic B. Und deswegen kann ich dir diesen Rekorder empfehlen, denn der Zoom H3 VR, der nimmt schon Ambisonic B-Format auf und hat ein eingebautes Gyroskop und weiß damit immer, ob er nach oben oder nach unten gerichtet ist. Denn für jede einzelne Aufnahme das Soundfeld zu rotieren, kann in der Post echt anstrengend werden. Der einzige Nachteil an dem hier, der nimmt nur Ambisonic erste Ordnung auf. Und die Ordnung von Ambisonics ist die Auflösung des Raumfelds. Ambisonic erste Ordnung nutzt quasi 4 Mikrofone, um den ganzen Raum aufzunehmen. Und Ambisonic dritte Ordnung nutzt 16 Mikrofone. Hat dadurch also eine viel, viel bessere Auflösung, wo etwas im Raum sich abspielt vom Sound her. Aber YouTube nimmt eh nur Ambisonic erste Ordnung, also kommst du auch mit dem hier ziemlich gut weg. Aber wie nimmst du das Ganze denn jetzt auf? Den Zoom H3 Rekorder kannst du easy peasy mit seiner Offset-Platte, die im Lieferumfang enthalten ist, an deiner 360-Grad-Kamera befestigen und dann mountest du einfach deinen Tripod auf das Offset-Plate. Damit du auch später in der Post gut zünden kannst und die Orientierung richtig bekommst, empfehle ich dir, sobald du bei den beiden auf Rekord gedrückt hast, einmal vorne zu schnipsen und einmal oben. Damit hast du zwei Achsen, an denen du dich dann in der Post orientieren kannst und gucken kannst, wo dein Sound herkommt. Das ist mein Workflow, um dann im Nachgang zu gucken, ob meine Rotation vom Sound mit der Kamera übereinstimmt. Apropos Rotation, der LCD-Display ist immer hinten. Und wenn du weißt, welche Linse bei dir nach vorne schaut, dann kannst du das gleich so übereinander packen, dass es richtig ist, gleich bei der Aufnahme. Nachdem wir unsere Aufnahmen haben, wird es nun Zeit, das Ganze zu bearbeiten in DaVinci Resolve. Und dafür habe ich dir ein kostenloses Demo-Projekt gemacht. Falls du jetzt keine Aufnahmen hast, kannst du das einfach als Resolve Archive importieren, indem du einfach im Project Manager mit Rechtsklick auf Restore Project Archive gehst und dann den DRA-Folder anwählst. Wenn du keinen Bock auf das Project File hast, dann kannst du ja auch einfach in DaVinci Resolve ein neues Projekt aufmachen und dort eine neue Timeline im 2x1 Format erstellen. Was du allerdings auf jeden Fall zum Bearbeiten von Ambisonics brauchst, sind 2 Plugin Suites. Die habe ich dir in dem Begleit-PDF für das Ganze hier verlinkt. Die stehen auch nochmal in der Beschreibung. Und die Plugins, die wir brauchen, sind die IEM Suite und der O3A Core, der vor allen Dingen für Rotation deines Soundfelds genutzt wird. Um diese in DaVinci Resolve zu installieren, haust du einfach beide Plugin-Suites in deinen VST-Ordner und wenn du noch keinen hast, einfach einen auf deiner Festplatte anlegen und dann in DaVinci Resolve in die Preferences gehen, dort in die Audio-Plugins und dort diesen Ordner unter Add hinzufügen. Jetzt kommt das absolut Wichtigste, das Projekt vorzubereiten, damit dann auch nachher nichts schief läuft. Und das Erste, was du dazu machen solltest, ist dein Bass-Format zu ändern. Dazu gehst du oben in Fairlight, Bass Format Settings und wechselst deinen Stereo Bass zu LCRS, was der 4-Kanal-Bus ist. Und diese 4 Kanäle brauchen wir für Ambisonic erste Ordnung. Denn
Ambisonic Erste Ordnung ist ja genau das, was YouTube will. Auch wenn wir in Ambisonic Erste Ordnung exportieren, wollen wir in Dritter Ordnung arbeiten. Das heißt, wir müssen all unsere Tracks, all unsere Spuren in 16-Kanal-Spuren ändern. Das machst du, indem du ganz einfach mit Rechtsklick auf den ersten Kanal klickst und dann unter Change Track Type auf Adaptive 16 gehst. Und während du da unten bist, fügt man noch ein paar mehr hinzu, denn du wirst es garantiert brauchen. Also Add Tracks und dann Adaptive und dann 16 und dann auf OK. Wenn du Ambisonics über Kopfhörer hörst, dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, um den Binauralizer von der EEM Suite auf dem Masterbus anzuwenden. Denk allerdings dran, der ist nur zum Vorhören. Für den Export musst du den löschen. Jetzt haben wir unser Projekt soweit vorbereitet, nun wird es Zeit für Import und Syncing. Also ziehst du zuerst dein Video in die Timeline. Damit allerdings deine Ambisonic-Aufnahmen richtig importiert werden, solltest du erstmal alle markieren, damit du es einmal für alle machst. Und dann mit Rechtsklick auf die Clip Attributes klicken und im Audio-Tab das Ganze auf Adaptive vorzustellen und die übrigen Mono-Tracks zu löschen. Jetzt werden deine Ambisonics-Aufnahmen einfach nur auf einer Spur eingefügt und diese kannst du mit deiner Kamera-Audio synken, indem du einfach beide markierst und mit Rechtsklick auf Auto-Align based on Waveform gehst. DaVinci Resolve macht es dann für dich. Und dann wird es Zeit, jetzt auch mal wirklich damit zu arbeiten. Der Workflow mit Ambisonics ist relativ einfach. Man bringt zuerst alle seine Signale in Ambisonics dritter Ordnung, kann sie dann rotieren, zum Beispiel mit dem O3A Look Plugin und schließt dann einen Decoder an, um das Ganze wieder zurückzubringen in Ambisonics erste Ordnung, das ja auf unseren Mixbus geht. Bedeutet, wir brauchen jetzt als erstes Plugin in unserer Kette den O3A Injector erster Ordnung für die Aufnahme unseres H3 Recorders. Anschließend können wir ein Rotationsplugin wie O3A Look oder den O3A Rotator nutzen, um das ganze Soundfeld zu rotieren. Und dann nutzen wir den O3A Decoder auf erster Ordnung, um das Ganze in unseren Mixbus einzufügen. Um zu checken, ob die Rotation zwischen Audio und Video stimmt, füge einfach das O3A Flair Plugin vor dem Decoder ein und lass ihn dir anzeigen. Falls es dir hilft, kannst du das Panel Grid aus dem Download Links auf dein Video legen und somit besser sehen, wo der Sound in dem O3A Flair herkommt. Wenn dein Sound falsch rotiert ist, dann such dir einfach das O3A Look Plugin raus und mit den Azimuth und Elevation Knobs kannst du dann ganz einfach das Ding dahin drehen, wo du es brauchst. Wenn Video und Audio richtig ausgerichtet sind, kannst du das Flair Plugin auch wieder löschen, um Ressourcen zu sparen. Aber was machen wir denn jetzt mit anderen Aufnahmen, die wir in 360 Grad Videos einfügen? Normale Musikaufnahmen oder Lavalier-Mikrofonaufnahmen kannst du ganz einfach auf einen freien 16-Kanal-Track einfügen und dann mit dem O3A Panner dahin positionieren, wo du sie brauchst. Und genau dafür habe ich das Panner Grid erstellt, damit du auch gleich siehst, was im Video passiert. Für bewegte Aufnahmen, zum Beispiel mit einem Lavalier-Mikrofon, kannst du ganz einfach die Automatisierungsfunktion in DaVinci Resolve nutzen. Um diese zu aktivieren, drückst du diesen Knopf, gehst dann daneben auf die Einstellungen und aktivierst Automation auch für die Plugins. Dann schaltest du die Automatisierung frei, indem du das kleine Automatisierungsknöpfchen am Kanal selber aktivierst. Und jetzt kannst du einfach auf Play drücken und dein Ziel mit dem O3A Panner verfolgen und es wird in Keyframe-Animationsdaten geschrieben und somit kannst du bewegten Sound tracken. Denk allerdings daran, dass du nach dem Panner-Plugin auch noch den O3A Decoder einfügen musst, um das Ganze in First Order Ambisonics zu führen. Wenn beides stimmt, bevor wir das Ganze exportieren, lösch das Binauralizer-Plugin. Danach kannst du dein 360-Grad-Video in der Deliver-Page mit diesen Settings exportieren und öffnest das exportierte Video mit dem Spatial Data Media Injector, klickst auf 360-Grad-Video und unten Ambisonics, klickst auf Inject Metadata und das Video, was aus dem Spatial Media Data Injector kommt, ist das, was du dann auf YouTube und Facebook hochlädst. Wenn du allerdings beim Angucken bemerkst, dass Titel und irgendwelche Grafiken, die du eingefügt hast, komisch gebogen sind, dann schau dir dieses Video an, wo ich dir zeige, wie du das beheben kannst. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.